Ich will nach Frankreich. Frankreich sollte sie schämen. Das ist unmenschlich. Bis bald, einen schönen Tag, grüßt Bürgermeister Sébastien Ollaron Reisende vor dem Touristenbüro seiner französischen Gemeinde Breil-sur-Roya. Der Ort mit 12.000 Einwohnern liegt oberhalb des Mittelmeers in der europäischen Grenzregion zwischen Frankreich und Italien. Ich suche die Touristenbroschüren unseres EU-Projekts Alcotra, die Landkarten und den Reiseführer. Alcotra steht für die Region Südliche Alpen, Côte d'Azur. Damit will die Europäische Union ihr Innerstes leben. Mit diesem Projekt subventioniert sie die grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Gemeinden von Frankreich zu Italien, einen weiteren Abbau der Grenzen. Wir verbinden das Piemont mit der Côte d'Azur und die Côte d'Azur mit dem Piemont. Dazwischen 10 malerische Orte wie Breil-sur-Roya auf beiden Seiten der Grenze von Frankreich und Italien. Wir sind auf eine enge Verbindung mit Italien angewiesen. Der nächstgelegene Strand von Breil aus ist in Ventimiglia, in Italien. Zum Skifahren geht's nach Limone, in Italien. Wir können die grenzüberschreitenden Beziehungen gar nicht ausklammern. Die Grenzregion verbindet eine spektakuläre Berglandschaft und viel französisch-italienische Geschichte. Bis ins 19. Jahrhundert war dies hier die wichtigste Wirtschaftsroute vom Piemont zum Mittelmeer. Kostbares Salz wurde hier transportiert. Das nördliche Reuertal gehörte noch im Zweiten Weltkrieg zum faschistischen Italien. Heute verwittern die italienischen Festungen. Der Grenzverlauf war noch bis 1947 umstritten. Mehr als 70 Jahre später deutet nichts darauf hin, dass hier die Grenze zwischen Frankreich und Italien verläuft. Grenzenloses Europa. Richtung Süden, Richtung Mittelmeer, führt der Weg vorbei an alten Zoll- und Grenzstationen. Die französische, die italienische, sie verfallen beide. Erst verschwanden die Zöllner, vor zwei Jahrzehnten auch die Grenzpolizei von den Binnengrenzen der Europäischen Union. Keiner kontrolliert hier mehr einen Ausweis. Eigentlich. Denn eine Autostunde weiter südlich geschieht am Mittelmeer nun schon seit Jahren, was es in der EU nur in Ausnahmefällen geben darf. Frankreich bewacht seine Grenze zwischen Ventimiglia in Italien und Montrond an der Côte d'Azur. So massiv wie sonst an keinem Übergang zu einem EU-Nachbarn. In der Grenzstation arbeitet die französische Grenzpolizei und das an einer Binnengrenze der Europäischen Union. Vor einiger Zeit wurde der Grenzposten ausgebaut um einen Container, in dem Frankreich illegale Grenzgänger 24 Stunden festhalten kann. Es geht um sie, Flüchtlinge, Migrantinnen und Migranten, vor allem aus afrikanischen Ländern. Die meisten kommen über das Mittelmeer und den Süden Italiens nach Ventimiglia. Das ist doch unmenschlich. Ja, unmenschlich. Es ist doch so. Die Franzosen wollen sie nicht, niemand will sie. Sie schicken die Leute an der Grenze zurück, also nicht Leute wie uns, sondern die Menschen, die aus ihren Ländern flüchten und hierher kommen. Und so sieht es in Ventimiglia schon seit Jahren aus. Menschen ohne Obdach auf offener Straße. Sie hoffen auf ein Schlupfloch an der Grenze, darunter viele Jugendliche. Milano. Aus Mailand. In Norditalien sei er gerade hierher gekommen, sagt dieser Junge und... Ja, ich möchte nach Frankreich, sagt er. Ob er schon einmal versucht hat, über die Grenze zu kommen? Nein, bislang nicht. Die Polizei vertreibt sie aus dem Ortskern. Die italienische Regierung in Rom lehnt eine staatliche Versorgung der Menschen hier ab und gibt Frankreich die Schuld an der Misere. In Ventimiglia denken viele so. Frankreich sollte sich schämen, das ist doch nicht richtig. Ich denke, es ist nicht fair, dass wir Italiener diese Masse an Menschen aufnehmen müssen.
Ich denke, man könnte es besser machen, indem man sie auf alle Länder Europas verteilt und Strukturen schafft, um ihnen bei der Integration zu helfen. Leider sprechen sie oft nicht die Sprache des Landes, in dem sie sind. Sie existieren praktisch nicht, können auch nicht arbeiten. Das einzige Auffanglager haben die Behörden vor 3 Jahren während der Corona-Pandemie wegen Infektionsgefahr geschlossen. Es wurde nie wieder eröffnet. Nur die katholische Hilfsorganisation Caritas gibt am Morgen 2 Stunden Essen aus. Und am frühen Abend sind es Ehrenamtliche, die für die obdachlosen Menschen kochen. Es sind vor allem Freiwillige aus nahegelegenen Kirchengemeinden. Früher habe ich bei der Bahn gearbeitet. Bereits damals stiegen sie in die Züge, um nach Frankreich zu fahren. Ventimiglia ist immer eine Durchgangsstation gewesen. Es gibt keinen Willen, diesen Menschen zu helfen, nicht aus der Politik. Wenn es nicht die Kirchengemeinden gäbe und die freiwilligen Helfer aus Italien und auch aus Frankreich, dann wäre hier gar nichts. Die Essensausgabe, improvisiert auf einem Parkplatz. Einer der Helfer ist Filippo Lombardo. Der Bauunternehmer hat sich für 1 Jahr bereit erklärt, gemeinsam mit anderen Ehrenamtlichen einmal die Woche zu kochen. Seine Gruppe hat den Donnerstag übernommen. Anfangs bezahlt aus eigener Tasche, jetzt bekommen sie Essensgeld aus privaten Einzelspenden. Zunächst haben wir mit 100, 120 Gramm pro Person gerechnet. Jetzt versuchen wir, etwas mehr zu machen. Es soll ja für alle reichen. Und jeden Tag kommen weitere dazu, sagt Filippo Lombardo. Sie sagen zwar, dass die Grenze dicht sei, dass keiner durchkomme, doch wir zählen jeden Tag im Schnitt 150. Gestern wurden 180 gezählt, das waren also wieder mehr. Im Durchschnitt ziehen durch Ventimiglia jeden Tag 100 bis 150 Leute. Irgendwie schaffen es viele also doch von hier über die Grenze nach Frankreich. Im italienischen Ventimiglia mündet der Fluss Roya aus den Südalpen ins Mittelmeer. Oben, in den Bergen, lockt der Fluss die Touristen. Im Sommer vor allem Wanderer, auch ins französische Bray-sur-Roya. Seit 2014 unterstützt die Europäische Union die Grenzregion mit mehr als 200 Millionen Euro Subventionen für den Ausbau des Tourismus, den gemeinsamen Naturschutz und die Zusammenarbeit der Berggemeinden der Grenzregion. Dann passiert eine Katastrophe mitten in der Corona-Pandemie. Eine Sturmflut zieht durch das Roya-Tal, ausgelöst durch den Orkan Alex. Die französischen Gemeinden werden abgeschnitten und können nur aus dem italienischen Nachbartal versorgt werden. Der Roya-Flusspegel ist um fast 10 Meter gestiegen. Das Ufer wurde verwüstet. Denkmäler, Kirchen, das Rathaus wurde überschwemmt und Wohnhäuser zerstört. Hilfskräfte kommen von überall. Auch von der italienischen Seite der Grenze, vor allem aus Borgo San Dalmazzo im Nachbartal. Mit der Gemeinde hatte das französische Bray-sur-Roya bereits vor 2 Jahrzehnten eine Städtepartnerschaft verabredet. Bereits vor dem Herbstorkan haben die Partnergemeinden Geld von der EU beantragt. Doch seither ist Bürgermeister Sébastien Ollaron vor allem mit dem Wiederaufbau beschäftigt. Er will den Tourismus wieder in Gang bringen, auch mit dem Geld aus der EU für ein grenzenloses Europa. Bray und Borgo San Dalmazzo sind Partnerstädte. Wir sind die beiden Hauptträger beim Programm Alcotra. Aber auch alle Gemeinden in den beiden Tälern profitieren von dem Projekt. Insgesamt sind wir 10 Gemeinden, die in diesem Gebiet davon ihren Nutzen haben. Das Problem ist, dass seit dem Orkan die Verbindungsstraße gesperrt ist, wegen Tunnelbauarbeiten. Der Herbstorkan Alex hat die Zugangsstraßen zerstört. Der Tunnel ist unpassierbar und damit die direkte Straßenverbindung über die Landesgrenze in die italienische Partnerstadt. Und das jetzt schon seit 3 Jahren. Die Wiedereröffnung wird immer wieder verschoben.
Während die EU also die grenzüberschreitende Arbeit der Gemeinden subventioniert, lassen sich die Nationalstaaten Zeit. Der französische Rathauschef Sébastien Ollaron macht deshalb politisch Druck. 2 Jahre lang konnte er mit den italienischen Freunden nur digital kommunizieren, bis vergangenen Winter. Es ist sehr wichtig, gerade für die Moral der Menschen hier, zu wissen, dass die Verbindungen zu unseren italienischen Freunden trotz der schwierigen Umstände stark sind. Es war Winter und etwas kühl. Das ist eine traditionelle Tracht aus Borgo San Dalmazzo. Wir haben traditionelle Tänze und Musik aufgeführt. Im Dezember 2022 endlich ein gemeinsames Fest nach Pandemie und Sturmflut. Bürgermeister Sébastien Ollaron begrüßt die Gäste aus Borgo San Dalmazzo. Auch die Kulturbeauftragte aus dem Rathaus dort ist dabei, Michaela Galvagno. Also an diesem Tag waren wir in Bray. Das bin ich, Michaela Galvagno. Im italienischen Borgo San Dalmazzo am nördlichsten Ende der EU-geförderten Berggemeinden planen sie seither wieder die Zukunft mit dem französischen Nachbarn. Es geht um die gemeinsame Wirtschaft, die Kultur. Wir wollen uns zurückholen, was der Orkan Alex und Covid uns genommen haben. Wir haben gemeinsame Touristenbroschüren gedruckt, Informationstafeln für unsere Denkmäler geschaffen und auch diese Internetseite erstellt. Hier werden alle Gemeinden der beiden Telaroya und Vermenagna präsentiert und ihre Denkmäler. Eines dieser Denkmäler steht im italienischen Borgo San Dalmazzo. Es ist das Denkmal für die mehr als 300 von hier aus nach Auschwitz deportierten jüdischen Menschen aus ganz Europa. Italiener, Franzosen, Deutsche, Niederländer. Die meisten waren vor den Nazis erst nach Südfrankreich und dann in die Berge auf die italienische Seite geflohen, bis sie hier in einem Konzentrationslager inhaftiert wurden. Die Ausstellung soll zum Nachdenken anregen, über die Deportationen hinaus. Die verzweifelte Flucht durch die Berge steht auf dieser Tafel. Viele der Einheimischen hier haben flüchtende Juden versteckt. Ausstellungsleiter Roberto Bianco schlägt einen Bogen in die heutige Zeit. Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus, Rassismus, Eugenik, Elemente, die in unserer Gesellschaft immer noch sehr präsent sind und die die Juden seit dem Ende des Ersten Weltkriegs zur Flucht bewegten. Fluchtwege, die heute wieder eine Rolle spielen. Unser Europa scheint wirklich vergesslich zu sein. Wir vergessen, was uns die Geschichte hätte lehren sollen. Wir vergessen die Werte, auf die sich unser Europa gründet. Und das ist die Menschlichkeit, eben auch wenn es um den Umgang mit Migrationsfragen in größeren Zusammenhängen geht. In Ventimiglia kocht am Donnerstag Filippo Lombardo das Abendessen für die Migrantinnen und Migranten auf dem Parkplatz. Seit mehr als einem halben Jahr helfen sie mit, er, seine Frau Dana und ihre Bekannten, jede Woche einmal. Die Freiwilligen tauschen über Kurznachrichtendienste neueste Informationen aus. Im Moment seien sehr viele Menschen aus Eritrea, Somalia und besonders aus dem Sudan in der Stadt, aus Afrikas Kriegsgebieten. In der derzeitigen internationalen Situation bei all diesen Kriegen nehmen die Familien, die es sich leisten können, ihre Kinder und gehen. Am Bahnhof von Ventimiglia würden bereits Schleuser auf die Flüchtlinge warten, sagen sie. Die ehrenamtliche Kochgruppe versucht, die Migranten aufzuklären. Die Karte auf dem Tisch zeigt den bekanntesten Schleichweg. Auch mit der Regionalbahn geht es rüber nach Frankreich. Doch viele Schleuser verlangen für diese einfache Information viel Geld. Deshalb warnen Filippo Lombardo und seine Gruppe hier, man muss keinen Schleuser bezahlen für ein Bahnticket. Die haben oft schon aus Lampedusa Bescheid bekommen, wer wann hier ankommt. Sie kennen ihre Familiennamen und ob sie Geld haben. Und dann gehen die Bosse nicht selbst zum Bahnhof, sondern schicken Jugendliche vor. Junge Landsleute, also Sudanesen, Eritreer, Somalier.
Les petits garçons, Sudanese, Eritrea, Somalia. Und die bringen sie beim ersten Versuch dann oft zu dem Schleichweg Richtung Frankreich, den ohnehin jeder kennt. Er führt über die Nachbargemeinde Grimaldi, oberhalb des Mittelmeeres. Frankreich ist von hier aus gut zu sehen, der Yachthafen im Urlaubsort Menton. Es ist egal, ob sie aus Süditalien, aus Lampedusa kommen oder über die Balkanroute. Sobald sie hier ankommen, werden sie zu Geiseln des Geldes. Der bekannte Schleichweg ist auch der günstigste Weg, aber auch gefährlich. Er führt quer über die Autobahn. Kurz vorher lassen sie ihre letzten Habseligkeiten zurück, in der Hoffnung, dass die französische Grenzpolizei ihnen nicht nachweisen kann, dass sie vorher in Italien waren. Vor 2-3 Monaten habe ich mitbekommen, dass das Geld für die Mafia-Leute nicht mehr in bar kommt. Vorher war es noch so, dass sie Kinder vorgeschickt haben, um die internationalen Geldtransfers bei den Banken abzuholen. Jetzt wird das alles über das Internet abgewickelt. Drei Stunden haben sie jetzt gemeinsam gekocht. Das Einkaufen, die Vorbereitungszeit nicht mitgerechnet. Es ist sehr pikant, ganz schön scharf. Viele lieben das, salzig und pikant. Die Zeit drängt. Unten im Ort auf dem Parkplatz warten schon weitere Helferinnen für die Essensausgabe. Die Ehrenamtlichen verlassen sich aufeinander. Merci, merci. Ich sage immer, wir als Menschen sind doch schon in Probleme hineingeboren. Auch ich bin ein Migrant, ein italienischer, aber immer noch Migrant. Meine Mutter hat 1956 Kalabrien in Süditalien verlassen. Sie ist hierher gekommen. Sie hat mir beigebracht, wenn drei an einem Tisch essen können, können es auch fünf sein. Oder sechs. Das sagt mir, dass jeder für sich entscheiden muss, ob er anderen hilft. Diese Einstellung gefällt mir sehr gut. Die Essensausgabe ist jeden Wochentag um 19 Uhr. Da sind schon einige Migranten, die essen wollen. Am Sonntag kochen verschiedene Kirchengemeinden im Wechsel zum Mittag nach dem Gottesdienst. Die katholischen Ordensschwestern helfen jeden Tag und jeden Tag wird der Parkplatz für mehr als eine Stunde zum Esszimmer. Die meisten von ihnen wollen vor der Kamera nichts sagen, verdecken ihre Gesichter, vor allem aus Angst vor Abschiebung. In der Europäischen Union gilt noch immer, wer als Flüchtling oder Migrant in die EU gelangt, muss in dem Land seiner Ankunft bleiben. Und so sind viele hier sehr vorsichtig, als wir sie fragen, ob sie nach Frankreich wollen. Nein, ich habe nicht vor, nach Frankreich zu gehen. Ich will hier bleiben. Ganz sicher, wenn ich hier in Ventimiglia eine Unterkunft finde. Er komme aus dem Sudan, sagt er, und auch dort herrscht gerade Krieg. Das ist der Grund, warum wir hierher kommen. Es geht doch nicht einfach darum, hier irgendetwas zu bekommen, vielleicht ja irgendetwas. Aber vor allem wegen der Sicherheitssituation im Sudan, das Töten im Sudan. Deshalb sind wir doch hierher gekommen. Die italienischen Behörden geben den Migranten in der Regel eine Duldung, also die Erlaubnis, zunächst in Italien bleiben zu können, aus humanitären Gründen.
Das entspricht europäischer Rechtsprechung, dem sogenannten Dubliner Abkommen. In andere EU-Staaten dürfen sie nicht weiter reisen, deshalb gibt es für sie hier eine strikte Grenze. Die Helfer verstehen diese Politik nicht. Das Problem ist doch nicht Europa. Es sind die Europäer, die nicht verstehen wollen, dass es besser ist, den Menschen hier etwas zu geben, als jene zu dulden, die stehlen, wie die Schleuser. Die sorgen doch für die Spaltung. Die Flüchtlinge haben ein Recht darauf, hierher zu kommen. In den italienisch-französischen Bergen, wo mit viel EU-Geld die Grenzen verschwinden, appelliert Ausstellungsleiter Roberto Bianco an die Menschlichkeit, an die Werte Europas, das Vermächtnis nach Krieg und Vertreibung im 20. Jahrhundert. Wir sprechen von Menschen, die mitten in einem Krieg lebten. Einen Krieg, aus dem unser Land geschunden hervorging. Damals haben sich diese Menschen angesichts eines Fremden entschlossen, die Türen ihrer Häuser zu öffnen, zu helfen, sie zu verstecken, sie zu schützen. Diese Menschen bringen uns durch ihr Beispiel, durch ihre Taten zurück ins Gleichgewicht gegenüber dieser doch sehr komplizierten Geschichte. Unter den Migrantinnen und Migranten in Ventimiglia geht ein Gerücht um. Oben, in den Bergen, da gäbe es Menschen, Einheimische, die alle Schleichwege kennen und hin und wieder auch den Weg weisen.